Can I be your superhero? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute gibt es Bundesliga-Orakel FIFA 21 Bremen gegen Frankfurt. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich mich dieses Mal für Frankfurt entschieden, weil ich mir denke, Frankfurt ist in letzter Zeit so krass, die werden das Ding hier auch gewinnen. Aber ich bin eigentlich so ein bisschen, bin ich so ein kleiner Bewunderer von Frankfurt. Weil was Frankfurt da so in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, ist schon krass. Die wären ja vor ein paar Jahren fast abgestiegen. Und was sie danach so hingelegt haben, auch mit dem internationalen Geschäft und so, das ist schon... Und das war endlich mal pünktlich mit dem Torwart rausgekommen. Das ist schon krass. Und zuletzt ja auch gegen Bayern gewonnen. Also das finde ich schon sehr bewundernswert. Gerade wo man am Anfang der Saison war, glaube ich, noch gedacht hat... das wird wohl nix. Das wird wohl überhaupt nix. Also sie haben ja auch gerade irgendwie, ich weiß nicht, was dieses Jahr auch so, ne? Also was den DFB-Pokal angeht. Da gab es auch mal eine Saison, da sind sie direkt am Anfang rausgeflogen. Und dann... Hallo? Ich hab schon... Also, eigentlich? Okay, jetzt kommt er. Ja, da sind sie direkt am Anfang der Saison ziemlich hoch gegen Leverkusen, glaube ich, damals rausgeflogen. Und auf einmal hat jeder gedacht, okay, ja, nee, das wird auch dieses Jahr nichts mehr. Und das war so nach der Kovac-Zeit, glaube ich. Das war, glaube ich, die erste Saison von Adi Hütter, wo das passiert ist. Und, verdammt, da, ja, hat Frankfurt ja oben nochmal richtig hart angegriffen. Also, und diese Saison war das irgendwie gefühlt ähnlich, dass sie wirklich zuerst nicht so richtig reingekommen sind. Wow. Meine Spieler brauchen einfach immer eine Stunde, bis. Also ich hatte schon längst auf Drehung und auf Schießen gedrückt. Und der Gegner kommt da einfach mal ganz flockig angegrätscht. Na? Alter, mit wie vielen die hier. Alter, ich wollte gerade sagen, mit wie vielen die da einmarschieren. Das war schon sehr crazy. So, dann kann ich dich aber auch mal eben ganz locker überspielen. Oder an dir vorbeispielen. Na, was denn? Hast du immer noch den Verteidiger, der da mitläuft und meinen Stürmer wegdeckt? Ja, aber Bremen will ich das hier gar nicht absprechen. Also Bremen ist in letzter Zeit auch sehr stabil. Ich sag mal stabil. Also die gewinnen jetzt nicht alles, verlieren aber auch nicht alles. So spielen hin und wieder auch mal unentschieden und so. Die zeigen so von allem etwas. Aber ich glaube, Bremen ist auch so eine Mannschaft. Ich glaube, die haben sich in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr gefangen. Und die sind auch sehr unbequem zu spielen. Da gibt es ja auch noch so andere Mannschaften, wie zum Beispiel... Mainz oder so, die sind auch sehr unbequem zu spielen. Es gibt einfach Mannschaften, da würde ich auch nicht antreten wollen, weil die einfach ja, sich so ein bisschen den hinteren Pfosten erwischt, möchte man fast sagen. Ja, so ein bisschen unbequem sind und sich einfach so durchbeißen. So reinbeißen in das Spiel. Die wollen eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob man das denen absprechen kann, dass die wollen eigentlich gar nicht gewinnen, aber die wollen auch nicht, dass du gewinnst, so in die Richtung, weißt? So schätze ich die Mannschaft immer so ein bisschen ein. Ah, komm. Ah, na. Ja, nichts Ganzes, nichts Halbes bei rumgekommen. Reinschippen. Wow. So viel zum Thema reinschippen. Wo donnert er den denn hin? So doll habe ich jetzt auch nicht drauf gedrückt. Okay. Ich sag, ja, Bremen kann man schwierig einschätzen. Also da würde ich sogar fast sagen, dass das theoretisch auch so ein Unentschieden werden kann oder so. Dass man jetzt zu doll gehypt ist, weil man Bayern geschlagen hat, vielleicht auf der Seite von Frankfurt. Und dann das Ganze vielleicht auch irgendwie wieder ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, wie es manche andere Mannschaft macht. Oh. Also Bremen kommt hier ohne Probleme bis auf mein Tor. An meinem Torwart noch, natürlich noch nicht vorbei, aber... Trotzdem, wow, na gut, da haben wir Glück gehabt, dass er da noch zwischengegangen ist, sonst wäre der Ball wahrscheinlich nicht angekommen. Ja, das gefällt mir. Und jetzt rein damit. Boah, Meister, wieso... Irgendwie habe ich in diesem Spiel so das Problem. Vielleicht liegt das auch an den jeweiligen Mannschaften. Aber jetzt habe ich wieder nicht das Gefühl, um so richtig aufs Tor zu kommen oder Flanken oder so richtig zu schlagen. Das ist mir im letzten Spiel mit der anderen Mannschaft, also mit Gladbach,
Klappe hatten wir zuletzt. Bisschen besser gelungen. Jetzt habe ich das Gefühl wieder. Krass, das mit den Nachspielzeiten finde ich immer ein bisschen strange, dass denn hier immer was angezeigt wird und dann... Ja, er hat doch gegen Bayern auch getroffen. Ne? Ich habe ja das Spiel gegen Bayern so ein bisschen geguckt. So. Das ist erstmal die erste Halbzeit. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so ein knappes Ding ist. Dass man so sagt, okay, 0-0, 1-0 zur Halbzeit. Und dann ist halt die Frage, wie es dann weitergeht, ne? Ob die eine Mannschaft die andere dann zerschießt. In dem Fall würde ich eher sagen Frankfurt. Aber ganz ehrlich, ich würde eher sagen, boah, den nehmen wir noch mit. Na, draufgehalten. Wie mein Spieler sich aufregt. Ja, ich kann es durchaus ein bisschen nachvollziehen, aber war kein. Boah, jetzt hätte, wieso, ich habe auf Schießen gedrückt. Also den hätte er direkt irgendwie Volley so, weißt du, Haaland-mäßig. Also ich habe wirklich auf Schießen gedrückt. Manchmal reagieren die Spieler nicht so, wie man es gerne hätte. Ah, verdammt. Ist auch sehr oft so, finde ich, dass, wenn ich in Zweikampf... Glück gehabt. Wenn ich in Zweikampf reingehe, dann geht mein Spieler mit Absicht immer irgendwie auf die Knochen, während der gegnerische Spieler tatsächlich mich immer rechtzeitig vom Ball trennen kann. Ah, guck dir das an, Alter. Das war auch interessant. Toprak eigentlich auch eine geile Verstärkung gewesen für Bremen. Und da muss ich auch automatisch gleich an die Zeiten so zurückdenken, wo sie sich... Wen hatten die denn alles? Die hatten doch auch diesen krassen Typen von Manchester United. Ich muss das gerade nochmal... Ismael hatten die irgendwann mal in der Verteidigung. Mikut war auch krass. Wen hatten die denn noch? Ludwig Augustinsson. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welchen Spieler die da damals hatten. So einen krassen Verteidiger hatten die. Der hatte vorher bei... Oder war das Man United? Es gab noch den Typen bei Leverkusen, Hupier oder wie der hieß. Der war vorher, glaube ich, bei Liverpool. Aber Bremen hatte auch so einen krassen Typen. So einen krassen Verteidiger. Den hatten sie, glaube ich, von Manchester United. Aber ich habe jetzt gerade, das ist auch schon Jahre her. Oh nein, oh, Glück gehabt. Weg mit dem Ding. Boah, das war richtig Schwein gehabt. Wie frei er da auf einmal stand. Da wäre Platz für den Konter. Ah, nochmal ein Doppelpass. Das ist immer das Problem, wenn der Mitspieler denn auf einmal irgendwie anders denkt und stehen bleibt oder so. In diesem Fall wollte er nicht vorne langlaufen, sondern mich hinterlaufen oder so. Ja, war nicht so gut. Marco Friedl. Das war nicht so gut. Aber ja, wie gesagt, Bremen, da muss man immer aufpassen. Also ich kann mir da vorstellen, so, dass die auch in der letzten Minute dir da das Ding noch um die Ohren hauen. Okay, und dann hast du natürlich auch sowas immer mal wieder gerne dabei. Aber, also, falls ihr wisst, auf welchen Spieler ich da nochmal hinaus wollte, gerne in die Kommentare. Aber im Augenblick bin ich da... Ich weiß aber, dass es gab immer wieder so eine Zeiten, da haben die sich gewisse Spieler... Also die Mannschaften aus der Bundesliga haben sich da gewisse Spieler geholt, da hat man so gedacht, wow, okay, wo kommt der denn her? Und wenn es Bayern war mit Robben oder mit Xabi Alonso oder so, das sind gerade in Xabi Alonso hätte ich never ever gedacht, dass der mal in der Bundesliga landet. Aber das ist auch so ein gewisses Alter, wo die dann nachher nochmal vorbeikommen, ne? Also das ist schon interessant, welche Spieler dann... Aber es ist auch schön irgendwie. Auch wenn die hier vielleicht nur noch ein bisschen verdienen wollen oder keine Ahnung, warum die sich hier nochmal nach Deutschland wagen. Aber irgendwie finde ich das auch ganz cool, solche Spieler dann mal in der Bundesliga zu sehen. Schön. Nochmal rein damit. Und jetzt. Nein! Wie kann ich den nicht machen, ey? Aber gut, ich hab mich so verquatscht, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass schon 2-0 für mich steht, um ehrlich zu sein. Ich dachte eben, wieso machen wir denn hier nicht das 2-0? Jo, weg damit, genau. Nee, aber kann auch ein realistisches Ergebnis sein. Ich glaube nicht, dass Frankfurt Bremen hier total zerschießt. Ich glaube eher, das wird entweder so ein knapper Sieg für Frankfurt oder ein Unentschieden. Aber so ein 2-0 wär doch das Deutlichste, was ich hier Frankfurt zutrauen würde. Na? Boah. Da denken die Spieler aber sogar mal mit. Also die Frankfurter Spieler sind
Ganz geil. Ja, guck dir die Pässe an. Das ist sehr gut. Okay. Das war nochmal. Das Ding hatte Impact. Der war so gut. Younes ist das, glaube ich, gewesen, oder? Auch ein sehr geiler Spieler. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Alter. Sehr schön. Ja, Younes. Den hatte ich vorher tatsächlich schon mal so ein bisschen auf dem Schirm. Damals bei den Manager-Spielen, die man immer so gezockt hat. Da habe ich den, glaube ich, auch schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und der sollte ja ursprünglich, der hat, glaube ich, bei Ajax Amsterdam gespielt. Der sollte in die Bundesliga wechseln, ist dann aber nach Italien gewechselt. Und dann ist er von Italien ausgeliehen, glaube ich, ne? An Frankfurt auch sehr guter Spieler, gefällt mir sehr gut. Ja, das ist es erstmal gewesen. Bisschen deutlicher als gedacht. Also ich glaube nicht, dass es ein 3-0 wird. Ich glaube eher höchstens ein 2-0, ansonsten irgendwie 2-1 oder 1-1, irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin fürs Erste wieder raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.